Bialek für Bornau im Team. Flecke auf die Brust von Kruse. Ja, und dann vielleicht noch die Gelegenheit. Und dann ist er drin. Und dann haut er den in den Winkel. Ansatzlos. Maximilian Arnold. Nico Schlotterbeck kriegt den nicht ganz unter Kontrolle und geklärt und legt den dann unfreiwillig ins Zentrum zurück. Atemberaubend. Das definitiv schönste Tor des Tages. Weghorst per Hacke und Steffen, der zelebriert das 3:2 einfach nur wunderschön. 74. Minute, die Wölfe liegen wieder vorn. Greiner, Juskowiak und Tor, herrlicher Treffer. Andrzej Juskowiak, eine super Rückrunde, nachdem ihn die Fans ja in der Hinserie oftmals ausgepfiffen hatten. Schauen wir uns noch mal an, toller Pass von Greiner und dann der zweikampfstarke Pole mit einem fußballerischen Leckerbissen. Von der einen Seite ist Rodriguez zuständig, jetzt ist Diego der Sachbearbeiter. Ja, ein Riesentor! Um Himmels Willen, sein erstes Bundesliga-Tor. So kann man es mal machen. Boah, der hat gesessen. Er hat 28 Spiele Anlauf gebraucht und hat sich alles aufgespart für diesen Moment. Freistoß Diego. Und dann ist Sonntag und Virinha und bumm. Rodriguez. Gute Aktion von Rodriguez. Olic! Was ist denn los? Ivica Olic! Dritte Chance, Wolfsburg, drittes Tor. Das nächste Traumtor. Freiburg spielt gar nicht so übel. Aber was der VfL Wolfsburg hier abzieht, das ist ja herausragend. Das hier ist ein Traum.